Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir sind hier im Fallon Einkaufszentrum, wo viel zu viele Supermutanten-Kriegsfürsten rumlaufen. Die müssen wir erledigen. Für Ruhm und Ehre. Und irgend so ein Zeug. So, immer hier noch ist. Und ja, nicht sehr schön hier. Oh. Hey. Warum so viele? Was? Warte mal, als von was? 556er? Wow, out, 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 out. Eine Effektdatei nochmal. Das von Farbe, die war, glaube ich. Warum ist sie so stark? Leichter und verwendet höher Feuer und schnelleres Nachladen. Okay. Du hast sagst. Boah. Bis ich hier mit allen fertig bin, ne? Boah, ey, immer wenn ich mich den näher direkt klatsch. Wie er so richtig gut abtimen immer. Weg, weg, weg. Man darf nicht an von der Seite. Ja, komm, komm, komm. So. Ja, da hole ich mir gleich auch noch ab. Ja. Erstmal die ganzen Gegner hier fertig machen. Ja, kann doch irgendwie nicht wahr sein. So ein Kriegs, ist klar, ne? Alter. Von da oben. Oben ist sicher, oder? Wir sagen, oben ist sicher. Mir gefällt der Ort nicht. Ich sehe voll viel. Au. So. Das ist wie jeder andere Hund. Wo du anscheinend leuchtend bist. Und wer da kommt jetzt jemand? In meine Richtung, da kommt irgendwas in meine Richtung, oder? Oh Gott. Das Ding muss ich noch aufleveln, glaube ich. Aufballern, meine ich. Hi, hallo. Er hat mir gerade noch gefehlt. Ein Kriegsherr. Mit einer halbwegs guten Waffe. Ich habe immer noch keinen Gatling-Laser gefunden. Mal langsam Zeit sein, dass ich irgendwann mal einen Gatling Laser finde. Ich kenne immer die Supermutanten Überlords Fallout 3. Aber hier gibt es ja nicht. Ja, wie du schießt mich ab. Boah, ich krieg hier voll Schaden, glaube ich. Ach, oh Gott. Da bist er sich. Ups. Alter, machst du denn so viel Schaden? Oh Gott. Ja, also sehr gut. Ja. Stich, Stich, Stich. Stich, Stich, Stich. Punch, Punch, Punch. Punch, Punch, Punch. Punch, Punch, Punch. Sehr gut. Mehr. Buff. Schlitz, Schlitz, Stich. Pieks. Stich. Pieks, ich pieks dich. Ah, Ruf. Oh hi, den gibt's ja auch noch. Ich habe den gar nicht aufgelevelt, mysteriösen Fremden. Oh, zerfetzendes, hey. Zerfetzende Minigun. Hey, zerfickende Minigun. Ah. Gibt mir noch 555 was? Ja. Man muss zugeben, der macht irgendwie mehr als irgendwie andere meine Begleiter, habe ich so ein Gefühl. Er schießt wenigstens. Bei den anderen habe ich nicht so ein Gefühl, die hat machen. Es ist schon wieder ein Kriegsfest. Willst du mich eigentlich verarschen? Wir sollen jetzt mal langsam gut.
längst tot. Ha. Aber ich muss das halbe Einkaufszentrum hier noch abklappern. Wenn ich Gegner alle erledigt habe. So Gefühl. Komm ich da rein? Ein Magazin. Was? Was ist eine neue Frisur freigeschaltet? Ja, super. Lacoste. Habe ich auch noch nicht. Megaton-Haar, ehrlich. Ich die Frisur von dem da. Warum ist Megaton-Haar eine Sache? Warum will ich eine Frisur haben wie ein Atompilz? Weil man hat halt überhaupt mit Megaton zu tun. Also eine Stadt gewesen in Fallout 3. In einem Atomkrater. Wo noch eine lebende Atombombe war. Also es ist hier irgendwie Canon, dass Megaton in der Luft gejagt worden ist. Von diesen Tempani-Typen. Er hat ja erwartet, ob man die gesamte Stadt hochgehen lassen konnte. Oder ob man die Bombe entschärfen konnte. Ja, der Megaton-Haar anscheinend. Die Sache ist, würde ich sagen, das ist in die Luft gejagt worden. Nehme ich jetzt mal an. Wo ist mein Nein? Wo ist der eine Gegner noch? Ich habe noch Kampfmusik gehört. Ich hätte lieber noch eine Wackelpuppe. Ich weiß, da fahre ich hier in jedem Gebiet, aber trotzdem. Ich sage es nur, weil ich es auch will. So war. Geschafft. Ja. Du bist bestimmt voll stark, ne? Traktorwache, super. Du bist bestimmt voll drauf. Ist der Gegner, der hier noch am Leben war? Da hinten läuft noch einer rum. So, jetzt bin ich wieder hier am Anfang, ne? Ja, genau. Und da war ich noch nicht, glaube ich. So ein Magazin hätte ich verzichten können, aber ich krieg nur eine Frisur durch ein Magazin, ey. Das ganze Magazin dreht sich nur um eine Frisur. Geil. Hm. Was sind denn Ausstellungsstücke? Geil. Da kommt der Vorfangsroute. Zum Mond. Da wollte ich die Erfahrungspunkte haben. Ha! Soll ich so einen blöden Mutanten-Typen hier finden? Ha! So. Den werde ich jetzt auch noch finden, ganz schnell. Wo ist er? So, komm her. Hey, was geht? Weg, Erfahrungspunkte. Über 5-fache Erfahrungspunkte. Ach, denke. Oh, schade. Reicht doch zeitlich, oder? Nein, ja, den gibt's doch nicht. Und der ist jetzt einfach irgendwo. Doch, da ist er. Verdammt. Wir haben ja 5-fache Erfahrungspunkte gegeben, oder? So, haben wir jetzt hier alle Gegner erledigt? Kann ich mich jetzt hier in Ruhe umschauen? Ach, mein Arm, der verheilt sich schon. Einmal drüber schlafen, dann geht das schon.
Ja, Level Up, das hole ich mir in dem Part noch ab. Wir haben erst 10 Minuten. Okay, dann auf jeden Fall. Er lacht. Hey, die sehe ich. Ich habe doch eigentlich. Okay, was? Das wird leider schwer. Was soll ich als nächstes aufleveln? Weiß nicht. Sounde. Ging gar nicht hoch hier. Da war die Bombe da an der Tür. Die eigentlich hochgehen sollte. So. Aufleveln. Level 75. Ha. Kann ich denn hier noch aufleveln? So höhere Sachen. Mehr Gesundheit. Wenn du beladen bist, kannst du auch Punkte nutzen, um zu laufen. Hat habe ich mir noch nachgedacht. Hier, du hast keine Zeit zu verlieren. Deine Aktionspunkte regenerieren sich 25% schneller. Und irgendwo gibt es auch schneller Nachladen. Aber ob es dazu auf Dauer bringt, weiß ich nicht. So, ich habe jetzt mal alle Waffen hier hochgelevelt. Ne? Ah, was ist das Bild hier? Putsch. Putsch. Voll stylisch. Legen wir in 50% des gegnerischen Rüstungswert. Okay. Jetzt kommen auch noch Effekte dazu. Ja, jetzt kommen wir für automatische Waffen 20% mehr Schaden verursachen. Und eine größere Reichweite. So, das ist glaube ich auch gut. Vertritt den Tod höchstpersönlich und kann schlafende Person auf der Stelle töten. Deine schallgedämpften Waffen richten 50% mehr Schaden an. Und ich meine, Erlöser noch stärker wird. Und hier meine Dingens, meine Snipergewehr, Tüpteltom Spezial, glaube ich. Ein Sprengstoff verursachen 25% mehr Schaden. Und ich kann eine Laborstation Sprengstoff herstellen. Zählt das auch für Mini-Atombomben? Die brauche ich eigentlich nicht hochleveln. Was nehmen wir denn? Das hier wollte ich eigentlich nehmen, ne? Energieresistenz. Aber machen wir mal das hier. Sandmann oder Sandman. Obwohl irgendwie kam noch nie der Zeitpunkt, wo ich jemanden im Schlaf töten musste. Aber egal. Allein schon wegen den schallgedämpften Waffen. Nehmen wir das mal. Ne? Sandman. Din, din, din. Mr. Sandman, bring me your dreams. Ja, hier wird sich bald alles füllen. Es wird immer abwechslungsreicher, ja. Ah, Erlöser 59, was? Bin ich schon 61 oder so abgezogen? Hä? Dürfte doch ein Spezial. Habe ich letztes Mal 61 abgezogen? 88 jetzt. Oh, wart, weiß ich nicht. Muss ich mal ein paar nachgucken. War eigentlich schon 61 oder so schadensmäßig. Also dann schwächer geworden, 2 Punkte, wart. Ja, was soll's. Einfach random irgendwelche Sachen nehmen. Wenn die sich nicht lohnen. Wenn aufleveln scheint es ja irgendwie voll schnell zu gehen in letzter Zeit. Weil ich durch Offscreen irgendwie diese Burschaftsmission Lernkurve machen, wo ich wieder so Leute begleiten muss und die vielleicht auch nicht überleben. Dadurch kriege ich Erfahrungspunkte. Ob die überleben oder nicht, ich kriege die Erfahrungspunkte. Ganz nebenbei muss ich auch Gegner töten, davon kriege ich auch wieder Erfahrungspunkte. Also ist für mich das beste Erfahrungstraining so. Ich hoffe, Punkte brauche für Perks. Was bin ich hier voll durchgegangen? Weiß nicht, wo ich schon war und wo nicht. Ja. So, erstmal meinen Schaden so zu erhöhen, weil man sieht da hier, wie sich das auszahlt. Augenbot-Bausatz. Oh, schön. Echt was an meinen Schaden erhöhen.
Weil kaum kommen hier so Kriegsfürsten, Das wär's. dann krieg ich Probleme. Das soll, glaube ich, nicht so sein. Hätte eigentlich schon ein bisschen mehr Schaden anrichten. Weil ich bin mehr so auf Verteidigung gegangen. Also, okay. Ja, boah, jetzt hat mir ein Flash mehr den Rest gegeben. Ich krieg die Krise. Auch schon lange nicht mehr meine Sachen hier einlagern. Also ja. Ja, den Halluzinogen kann ich da zum Beispiel. Nein, die tue ich nicht. Tue ich irgendwo einlagern. Dance, wozu bist du eigentlich hier? Echt mal diese eine, damit man sprinten kann, wenn man im Laden ist, genommen. Dann könnte ich jetzt rennen und den Los, suchen und in den Kreuzer, Hintern wo ist treten, das sein Seil? Metallhintern. Ich empfehle, was von der War ein Ausrüstung zu uns. Supermutant. Aufgepasst. Ich teile die Last gerne. Er war noch ein Supermutant, ey. Leck mich. Was ich hier. Ist auch, als hättest du von Halluzigen. Keine Ahnung. Steigt wieder der nächste Teil. Was töten. Also viel Spiel. Das ist die Küchenabteilung, ja. So, ich war noch nicht hier, glaube ich, irgendwo. So viele Zeitschriften waren, wo ich gedacht hätte, da könnte vielleicht was sein. Was ist da denn? Der sich im Boden hier sich eingebracht hat. Auch geil. So, von wo kam ich jetzt? Da war ich, glaube ich, noch Was nicht drin, ne? das? Nein, da war ich noch nicht drin, weil hier ist noch ein Type. Mensch, wieder spielen. Spielen wir denn? Spielen wir Verstecken? Dann hat sich doch schon ein bisschen mehr ab, habe ich so ein Gefühl. Auf weiter abzuhauen. Tschüss, Siebert. Was? Oh. Ja. Er hätte mich mal wieder geschlagen, wenn ich nicht. Bin geil, jetzt hier im letzten Moment. So. Erschreckt mich nicht so. Aha. Was? War das ein random Akrobatik und Stück? Ja, keine Falle und so. Warum gucke ich jetzt ausgerechnet danach? Ja. Das wär's. Ich glaube irgendwie den ganzen Part irgendwie in dem Part, in diesen Dingen herum, ne? So ein riesiger Unterschied zwischen dem Spiel und Kingdom Hearts. Da wollte ich irgendwie zwei Parts mit einer Welt fertig zu werden. Hier muss ich ein, zwei Parts in einem Gebiet. Und es gibt hier viel mehr Gebiete. Aber in dem Spiel habe ich auch keine Geschafft. Probleme. Ich da auf einen hohen Schwierigkeitsgrad spiele. Ist einfach nur zu extrem, ja, und hier geht sogar noch weiter irgendwo hin, ne? Was ist denn das Gebiet hier? Und trinken. Wo ich heim mich eigentlich automatisch, ne? Wegen einer geilen Perk. Die Perks, die sind schon was Geiles, ne? 16, ja, es werden langsam mehr.
Ist hier ein anderer Ausgang oder was? Wo kam ich von hier? Ich glaube, ich kam von hier, oder? Dann werden die Toiletten ja alle offen. Ich lasse doch nie irgendwie der Tür zu. Ja, läuft ja auch noch desorientiert herum, der Typ. Ja, ist natürlich schon abgeschlossen, aber ich traue dem nicht. Ist oft schon immer abgeschlossen, obwohl ich meistens noch nicht gemacht habe. Nein. Ich habe einen Moment lang nachgedacht, um den mitzunehmen. Stimmt mit mir nicht. Die Tür, nö. Ist so groß hier, ne? Ich komme nicht klar. So, hier bin ich hergekommen. Dann habe ich hier geguckt, ne? Mein Gott. Es ist so merkwürdig, wie man mit fester spielen Gegenstände aufhebt. Ne? Das sieht so einfach, wie ich das sieht so einfach aus, wie ich das hier mache, aber das ist so, weiß ich nicht. So merkwürdig zu steuern, ja. Ich habe alles hier geplündert. Mir sehe ich hier nicht. So, ich dachte, bei der Tür. Eine Tür im Meer. Hier bin ich reingegangen, genau. Na, oben war auch nichts mehr. Bin schon die ganzen Treppen da hochgegangen. Mal schauen. Oh, okay. Hier, hier. War ich da hinten? Ich glaube, da war ich noch nicht. Wie komme ich denn da hin? Auf der anderen Seite. Ah. Da war ich, glaube ich, schon. Mal schauen. Ich glaube, da war ich auch schon. Ist der Roboter, genau. Hier habe ich noch nicht umgeschaut, aber doch ist hier dieser Raum in der Mitte. Genau, ich habe so ein Gefühl, ich habe hier voll Sachen übersehen. Hier schon, habe ich hier schon nachgeguckt. Ja, ne, so haben wir es. Das hier Magazin mit neuer Frisur, was Highlights hier. Ah, hier. Lass mal gucken, was da noch ist. Da wartet jetzt die Wackelpuppe auf mich. Wackelpuppe, schalte alle Perks frei. Das wäre mal geil. Okay. Vor allem, ich habe irgendwie herausgefunden, dass wenn man, weiß ich nicht, auch wieder so eine Sache, die mich persönlich stören würde, aber man kann seine Special Attribute, also Stärke und also was, Stärke, Wahrnehmung, Intelligenz und so was, über 10 haben. Also jetzt nicht hier mit Klamotten noch und so, sondern im normalen Fall. Was ist das? Ist auch noch ein Gegner. Zwar muss man erst, weiß ich nicht, irgendeinen Wert auf 10 bringen und dann die Wackelpuppe dafür einsammeln. Also zum Beispiel Stärke auf 10 bringen, dann irgendwann die Wackelpuppe für Stärke einsammeln. Dann hat man 11 Stärke. Und ich habe gedacht, das wäre so, oh Gott. Ich habe gedacht, es wäre so wie ein Fallout 3. Was ich schon oft gedacht habe und mich nicht weit gemacht hat. Zwar, dass man nur maximal 10 haben kann.
Deswegen war es mir egal, ob ich die ganzen Stärke Wackel Pokémon und also was gefunden habe. Weil ich gedacht habe, wenn man die dann aufsammelt, wenn man zum Beispiel Stärke schon auf 10 hat, der Punkt verschwendet wäre. Aber anscheinend nicht. Das heißt, man kann im Normalfall alle Werte auf 11 haben. Ja, das habe ich da schon vermasselt, also was soll ich. Ich will jetzt nicht nochmal einen neuen Spielstand machen. Würde hier. Soll kein Perfect Run sein, das war einfach nur, weiß nicht. Ein Run sein, so wie ich mir ihn vorstelle. War kein 100% Perfect Run oder so. Wahrscheinlich für keine. Jetzt habe ich doch die Kugel verschwendet. Mann! Also wenn ich jetzt hier so Backepuppen finde, werde ich die trotzdem noch aufsammeln. Klar, wenn ich mal wieder eine finde, sind nur noch 5 übrig. Ich die alle finde.